Das ist nur ein weiterer Weg, um deine Freiheit zu reduzieren und dich zu erinnern, dass sie dich zu jeder Zeit verarschen können, solange du es dir gefallen lässt. Das bedeutet natürlich, wann immer sie wollen. Weil es genau das ist, was Amerikaner gerade machen. Sie sind jederzeit bereit, ein bisschen von ihrer Freiheit gegen das Gefühl der Illusion der Sicherheit zu tauschen. Jetzt haben wir eine komplett neurotische Bevölkerung, die besessen ist von Sicherheit und Schutz und Verbrechen und Drogen und Sauberkeit und Hygiene und Keimen. Ja, da sind noch diese Keime. Wo kommt diese plötzliche Angst vor Keimen her? Habt ihr das bemerkt? Die Medien bringen andauernd Geschichten über die letzten Infektionen. Salmonellen, E. coli, Hantavirus, Vogelgrippe und die Amerikaner geraten leicht in Panik. Jetzt läuft jeder herum und schrubbt dies und sprüht das und Essen überkochen und wiederholt die Hände waschen, um jeden Kontakt mit Keimen zu vermeiden. Es ist lächerlich und es wird immer lächerlicher. Bevor man in Gefängnissen die tödliche Injektion bekommt, wird noch der Arm mit Alkohol angetupft. Lassen Sie es mich klar ausdrücken. Sie haben kein Recht, die Öffentlichkeit zu gefährden und eine Krankheit zu verbreiten. Nicht einmal, wenn Sie nicht einverstanden sind. Sie haben kein Recht, nicht geimpft zu werden. Sie haben kein Recht, keine Maske zu tragen. Sie haben kein Recht, Ihr Geschäft zu öffnen. Warten Sie. Halt. Kein Recht, nicht geimpft zu werden, heißt, falls die das entscheiden, wird man geimpft. Wir müssen uns impfen lassen. Ja, absolut. Und wenn Sie es ablehnen, hat der Staat die Macht, Sie buchstäblich zum Arzt zu bringen und Ihnen eine Nadel in Ihren Arm zu stecken. Wenn... Wo steht das in der Verfassung? Falls die Impfung zur Verhinderung der Krankheit entworfen wurde. Die Impfung ist nur dazu da, eine Krankheit zu verhindern, die Sie bekommen. Zum Beispiel eine Krankheit, die Sie tötet. Sie haben das Recht, dies abzulehnen. Aber Sie haben kein Recht, es abzulehnen, gegen eine ansteckende Krankheit geimpft zu werden. Gesundheitswesen, Polizeistärke, Verfassung gibt dem Staat die Macht zum Zwang in Ihrem Fall. Die Lösung, meiner Ansicht nach, die Impfpflicht. So wie es in vielen europäischen Ländern schon ist, vom Staat verordnet, alle Kinder werden geimpft und die Sache ist erledigt. Sie müssen Ihre Impfung bekommen. Die Masernimpfung ist so wichtig. Das verbreitet sich derzeit wirklich. Sie müssen Ihre Impfung bekommen. Ja, wir nehmen Sachen wie genetisch veränderte Organismen und injizieren sie direkt in die Arme von kleinen Kindern. Wir jagen sie direkt in die Adern. Diese Regeln, nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten, die werden, solange wir keinen Impfstoff haben, und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen. What vaccines do is they teach your immune system about the pathogen. This is the coronavirus. Was wir momentan erleben, ist ohne Vergleich in der jüngeren Geschichte. Eine unsichtbare Bedrohung breitet sich mit rasender Geschwindigkeit über den gesamten Globus aus und stellt eine tödliche Gefahr für einen erheblichen Teil unserer Bevölkerung dar. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Die Frage ist also, worüber besorgen wir uns hier eigentlich? US-Präsident Trump hofft, dass noch vor Jahresende ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird. Sobald es ein solches Präparat gäbe, werde auch das Militär eingebunden, um die schnelle Verteilung des Impfstoffes im Land zu organisieren, so Trump. Ich denke, wir haben einen Impfstoff am Ende des Jahres. Uns geht es sehr gut mit einem Impfstoff. Und ich werde Ihnen etwas erzählen. Ich habe gerade ein Meeting verlassen. Wir mobilisieren unser Militär und andere Kräfte, aber wir mobilisieren unser Militär auf der Grundlage, dass wir einen Impfstoff haben. Es ist eine enorme Aufgabe, diese Impfung zu verteilen. Unser Militär ist nun mobilisiert, also am Ende des Jahres werden wir soweit sein, sie an jede Menge Leute sehr, sehr schnell zu geben. Solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gegen das Virus gibt, ist die Einhaltung des Abstandes der wirksamste Schutz. Erst dann können wir Maßnahmen so gezielt lockern, dass wir damit alle gut durchhalten können, bis ein Impfstoff kommt. Wegen all diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben. Wie vor.
kann jedem, der ein berechtigtes Anliegen haben, nur raten, da nicht hinzugehen. Ist doch klar, meidet diese Veranstaltung, geht da nicht hin. Unterstützt mit eurer Anwesenheit nicht die Verrückten, weder die Verschwörungstheoretiker noch Links- oder Rechtsextreme. Am Rosa-Luxemburg-Platz werden Rechtsextremisten neben ihnen stehen. Am Alexanderplatz sind das gewaltbereite Hooligans. Am Platz der Republik sind es die Reichsbürger. Das sind Demokratieverächter, Systemverächter. Die möchten nicht Kritik äußern, sondern die greifen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Die wollen unsere Demokratie destabilisieren. Hinzu kommt, dass sich nach bisherigen Feststellungen unter diesen Leuten auch Asoziale befinden, die kein Verhältnis zur Arbeit und auch nicht zu normalen Wohnbedingungen haben. Sie alle haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Tränen nachweisen. Also wir haben ja auch den totalen Ernstfall jetzt geprobt. Das heißt, wir haben auch für die nächsten Jahre und für die denkbare zweite Welle, wenn sie vielleicht käme oder auch im Herbst kommen könnte, da ist die Gefahr übrigens am größten, haben wir komplett von Krankenhäusern, Notfallkrankenhäusern, Versorgungsplänen, Verlegungsplänen, haben wir jetzt komplett alles in der Tasche. Auch den totalen Ernstfall jetzt geprobt. Immer wieder fällt uns auch auf, dass wir in einem Land leben, das tiefkrank ist. In einer Landschaft der Lüge. Und es gibt Menschen jeder Bildungsstufe, die lügen bis zum Letzten. Frisch, vital, aktiv. Der Zynismus von früher ist passé. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.